Felix Götze vom FC Augsburg hat den Umgang mit seinem Bruder Mario in der Öffentlichkeit kritisiert. Mario hat in der vergangenen Saison sicher nicht seine besten Leistungen abgerufen, aber da war er in Dortmund nicht der Einzige. Da er dann aber so oft in den Mittelpunkt gestellt wurde und gefühlt die personifizierte Krise des BVB war, fand ich einfach nicht fair, erklärte Götze gegenüber t-online.de. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger versicherte jedoch, dass sein 6 Jahre älterer Bruder die schwierige Zeit sowie die Nicht-Nominierung zur WM in Russland gut weggesteckt habe. Wenn Mario beim BVB eine starke Saison spielt, wird er sicher wieder zum festen Kader der Nationalmannschaft gehören und dort eine tragende Rolle spielen, sagte Götze. Felix Götze will sich beim FC Augsburg in der Bundesliga etablieren. Für Felix Götze selbst beginnt ab der kommenden Saison ein neues Kapitel. Der Youngster unterschrieb beim FC Augsburg und schielt auf seine ersten Einsätze in der Bundesliga. Zunächst will er sich bei den Fuggerstädtern etablieren, kann sich aber durchaus vorstellen, irgendwann mit seinem Bruder zusammenzuspielen, das wäre etwas ganz Besonderes, ein Traum. Nach seinem Durchbruch beim BVB wechselte Mario Götze im Sommer 2013 zum FC Bayern und feierte mit den Münchnern 3 Meisterschaften. 2016 kehrte er nach Dortmund zurück. Mehr zu Borussia Dortmund.